Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Morhun Adventure, der Schatz des Pharao. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Wir spielen jetzt am PC. Die Musik ist für mich ja ein bisschen laut. Aber ich habe bisher auch noch keine Option gefunden. Also starten wir einfach mal ein neues Spiel und möglicherweise gibt es dort dann ja die Option. Hoffe ich zumindest mal, oder die Musik hört auf. Nach 2000 Jahren erwacht eine alte Macht aus einem schrecklichen, um erneut den Tod, ich bin zu langsam, und über das Land zu herrschen. Viel zu laut. Ein Huhn macht sich auf eine gefährliche Reise in eine große, das war laut. Ich habe meine warme Stube. Aber auf Dauer wird man so richtig depressiv davon. Ach, ich bräuchte dringend Abwechslung. Wenn ich nur wüsste, was ich machen soll. Ob mich ein Buch auf andere Gedanken bringt? Oder soll ich mich einfach ins Bett legen? Okay. Option? Verdammt. Laden. Ah, da gehe ich direkt. Hallo, lad doch. Da muss ich drauf. Oder. Ach so, okay. So, was können wir denn hier machen? Das Gewitter ist auch laut, genauso wie das Knistern des Feuers. Ich mache das Spiel mal kurz anders leiser. So, da ist das Spiel doch schon etwas leiser. Wir können hier auf jeden Fall Sachen anklicken. Was finden wir denn hier? So Elchkopf. Ja, was ist damit nun? Er kann dorthin laufen. Kamin. Ruhe. Wir gehen mal zum Fenster. Okay, ich glaube, irgendwas müssen wir finden. Altar. Buchtasse. Irgendwie sagt mir, dass dieses Buch da nicht liegen sollte. Altar. Irgendwie riecht mein kleiner Altar immer noch nach Kerzenwachs. Das geht wohl nie raus. Die Tasse. Zu, na, hier. Momentan nutzt mir meine Tasse nicht viel. Später vielleicht. Es ist immer noch mein Elchkopf. Wird auch nicht hübscher, wenn man ihn sich öfter anschaut. Das ewige Holzhacken ist eine ganz schöne Plage. Danke, da war ich zu langsam. Porträt gibt's auch noch. Truhe. Diese Truhe fasste einst ca. 2 Millionen spanische Dukaten. Leider waren sie nicht mehr drin. Ja, schade. Porträt. Oh.
Stundenlang musste ich still sitzen. Eine wahre Qual für meinen Rücken. Aber es hat sich gelohnt. Das Schild? Der gute Erik hat sein Schild nicht gut gepflegt. Alles total vergammelt. Blumenvase. Was gibt's hier? So ein Gral ist schon was Feines. Die Blumen machen sich auch gut darin. Eigentlich müsste James die Fenster mal wieder mit dem kleinen Läppchen sauber tupfen. Leider hatten sie ihn damals in dem Laden nicht in Schwarz. Aber es geht auch so. So eine Kerze kann manchmal ganz hilfreich sein. Habe ich jetzt ein Bad angeklickt? Ja, habe ich. Ist so ein Bad nicht eine Zierde für jedes Gesicht? Vase? Ich sollte die Vase verkaufen. Ist bloß ein Staubfänger. Bücherregal. Die Quadratur des Kreises. Wo ist denn das jetzt? Ich lese es irgendwann einmal, aber nicht jetzt. Monster und Mythen. Oh, das lese ich jetzt aber nicht. Abenteuer, Haarausfall. Ich lese es eher, okay. Alte Baumeister. Ach, umblättern jetzt. Sehr interessant. Über dieses Thema müsste ich eigentlich noch mehr lesen. Könnte man bei dem ja auch umblättern? Wenn ja, habe ich nicht gesehen. Nein, kann man nicht. Gestern war heute noch morgen. Ich lese es irgendwann einmal. Wohin der Weg führt. Das interessiert mich momentan nicht. Okay, irgendwann sagt er auch andere Dinge. Mit dem Maultier nach Fungonesien. Das alte Ägypten. Schön, schön, schön. Oben geht auch die Zahl hoch. Ich weiß nicht, was die bedeutet. Fraktale Kataklysmen aus der Welt. Rechne dich reich. Farbenlehre für Blinde. Die Blumen der Pharaonen. Faszination Gallenstein. Darauf habe ich zurzeit wenig Lust. Atommechanik. Irgendwo hier war doch was hier. Skizzen des Claudius Fürcht. Der Sinn des Lebens. Was soll das alles? Das andere links. Gesammelte Liebesbriefe des Claudius Fürcht. Ich will es anklicken. Ah, das können wir. Umblättern können wir nicht. Die Geheimsprache der Ägypter. Die Grammatik der Zeichensprache. Sonne, Mond und Sterne. So, so, höchst wissenswert. Ich sollte mal sehen, ob ich das nicht weiter vertiefen kann. Sonne, Mond. Achso, das hatten wir ja gerade. So, der Ton vom Spiel hört zwischendurch mal ganz kurz auf. Und das ist nicht nur in der Aufnahme, das ist wirklich so. Ich hab das auch. Nein, nicht das Fenster. Globus. Der Globus ist nicht mehr ganz aktuell, aber ein totales Andenken. Ich möchte nicht zu viel mit mir herumschleppen. Trompete. Das hört kein gutes Gespräch. Oh. Wir haben ja sogar noch mehr.
Obelisk von... Es wird... Okay. Ah. Täusche ich mich oder gibt der Boden unter meinem Obelisken nach? Ich sehe es gerade nichts. Okay. So, erzähl nochmal, erzähl darüber was. Ob dieser Jericho jemals auf seiner Trompete gespielt hat? Büchse. Und dann haben wir noch die Dartscheibe und dann noch Ausgang. Irgendwann öffne ich dich, Büchse. Verlass dich drauf. Dartscheibe. Darts, ein schönes Spiel. Ausgang, was können wir da machen? Türen sind schon praktisch, wenn man mal in einen anderen Raum muss. Was ist das? Was habe ich jetzt hier für eine Klaue? Ich lasse sie lieber stehen. Ah, so kann man auch damit interagieren. Klingt irgendwie... Ich war zu langsam. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er noch irgendwas sagt. Ach, willst du jetzt Dart spielen? Was wollen wir denn machen? Rausgehen? Ist das ein Schlafzimmer? Ich habe nur müde gelesen. Hier, jetzt kannst du den Bart aufsetzen. So, ah. Okay, damit nehmen wir Sachen. Vielleicht hat er das Schwert? Seltsam. Alle wollen immer, dass ich das Schwert aus dem Stein ziehe. Dabei geht das ganz einfach. Aber jetzt habe ich keine Lust dazu. Also können wir das nicht mitnehmen. Nein. Globus. Machen wir doch lieber was. Okay. Buch. Können wir das Buch nehmen? Dazu hast du momentan keine Lust. An die Tasse und trink einen Schluck. Trink was. Kannst du die mitnehmen? Die kann er mitnehmen. Was können wir hier machen beim Kamin? Es geht doch nicht. Da stand doch irgendwas. Stopp. Ach Mann, nochmal. Los. Ah, ich fühle mich richtig schön aufgewärmt. Kannst du irgendwo den Elchkopf mitnehmen? Da komme ich doch gar nicht von hier ran. Blumenvase, ja. Weiß nicht, was sollen wir machen? Willst du die mitnehmen? Die nimmt er wirklich mit. Dann nimm das Schild mit. Tja, dann nicht. Dann nimm die Kerze mit, die kann er bestimmt auch noch einstecken. Zu viel tragen, stresst Leib und Magen. Ja, okay. Ja, scheint festgeworden. Ja. Könnte auch ein bisschen schwer werden. Ach, hier können die Sachen nur angucken. Hier können wir nichts mitnehmen. Nein, nein, nein. Warum nein, nein, nein? Es ergibt keinen rechten Sinn, oder? Hm, ob das was bringt? Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Aha. Ist da irgendwas drin? Aha. Goldenes Ding. Wollen wir nicht etwas anderes machen? Dazu habe ich... was ist das denn? Ein schönes, großes, goldenes Dingsbums. Buch. Ein altes Buch mit viktorianischen Versen zum Herbstanfang. Holz. Das hölzerne Zwischenstück, das die linke obere Spannfeder mit der Längsachse und der Drehkurbel verbindet. Noch ein Buch. Ein altes Buch... Das hatten wir gerade. Sack mit Gold. Ein Säcklein mit Gold. Sieht schwer und kostbar aus. Rotes Ding. Ein rotes, weiches Teil, das ich mal vor einigen Jahren hier reingetan habe. Meine Schatz... meine Kiste vollgepackt mit interessanten Dingen. Das kannst du nicht nehmen. Das Buch will der auch nicht. Oh, wir haben Geld. Ah, gut. Ob das etwas bringt.
So, wir haben Bart. Wir können das hier mitziehen. Können wir die Vase da wieder draufstellen? Nee. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ups. Können wir vielleicht irgendwie rausgehen? Nein, können wir nicht. So, um irgendwie weiterzukommen, habe ich mal kurz ein bisschen nachgeguckt. Okay, im Bücherregal waren wir schon richtig. Dann müssen wir jetzt nur noch kurz gucken. Irgendwie, ich habe auch gesehen, man kann mehr Bücher lesen. Ich weiß nur leider nicht, welches Buch das jetzt ist. Irgendein Buch brauchen wir, glaube ich. Jetzt nehmen wir doch das richtige Buch raus. Oh, finde ich das richtige Buch. Das konnte man ja auch noch nehmen. Aber machen kann man damit nichts. So, ich habe jetzt hier selber ein bisschen rumprobiert. Und dann habe ich alte Baumeister angeklickt, geöffnet, dann konnte ich umblättern. Also nach rechts umblättern. Und dann hatte das gesagt, sehr interessant. Über dieses Thema müsste ich eigentlich noch mehr lesen. Und da jetzt können wir das alte Ägypten anklicken. Das will ich jetzt aber alles nicht vorlesen, das würde viel zu lange dauern. Aha, man lernt nie aus. Vielleicht habe ich hierzu noch weitere interessante Bücher. Bücher. Ja, vielleicht. So, wir gucken dann mal hier. Irgendwas mit der Ägypten brauchen wir denn ja. Pharaon. Sieh mal einer an. Ich habe da noch... Da doch noch irgendwie diese alte... Diese... Sieh mal einer an. Ich habe da... Ja, vielen Dank. Jetzt... Dann halt nicht. Skizzenbuch habe ich gelesen. Aha. Oh, ja, toll. Ist auseinandergefallen. Oh, wie ungeschickt von mir. Ich habe es kaputt gemacht. Das sind ja mindestens... Teile da auf dem Boden. Aber was soll's. Ich bin jung. Ich habe Zeit. Na dann fange ich am besten mal oben links in der Ecke an. Puzzeln, natürlich. Kann ich. Achso, Fragezeichen des Hilfe, ja, brauchen wir nicht. Wir schaffen das so. Wird zwar etwas dauern, werden wir wahrscheinlich erst im nächsten. Das kann. Achso, das liegt ja schon fest. Werden wir hinbekommen. Wird zwar etwas dauern jetzt. Was soll das denn jetzt? Haben wir bestimmte Zeit? Ich glaube, ich hoffe mal nicht. So, ich suche seinen Unterkörper. Haben die drehen? Nee. Um ein Puzzleteil zu bewegen, klicke mit der linken Maustaste darauf. Du hast das Teil jetzt angehoben. Mit Klick auf die rechte Maustaste kannst du es drehen. Ah, okay. Ja, okay, was passiert denn hier komisch? Komisches. Aha, geht doch. Hat nur ein bisschen Verzögerung. So, das sieht aus, als ob das hier rankommt. Also jetzt noch nicht, aber irgendwann vielleicht. Okay, wir suchen etwas, was da jetzt ranpasst. Ja, das bestimmt nicht. Du? Nein, natürlich nicht.
Ah. Nee. Hier sind auch so kleine Stücke bei. Ach, Mohun, musstest du das zerreißen? Hättest ja auch vorsichtiger sein können. Ja, das wird so nichts. Kann dieses Ticken mal aufhören? Aha, das passt nicht. Also hier passt doch gar nichts hin. Gut, dann machen wir. Vielleicht kann man ja auch andere Stücke zusammenpuzzeln. Wir packen das jetzt dahin. Ja, nimm nichts auf. So, und dann. Die sind beide so dunkel. Aha. Stimmt nicht. Jaha, da, ja, jaha. Das hier passt definitiv zusammen. So, ich habe nur leider keine Ahnung, wo das jetzt genau hinkommt. Es ist ein Stück von oben und die setzen sich auch nicht zusammen. Also dann sind die nicht zusammen, man muss. Das heißt, wir dürfen das gleich noch alles mal verschieben wieder. Aber immerhin schon mal ein Stück näher. Na, weiß ja nicht. Ja, doch, vielleicht. Vielleicht. Wir hatten hier doch irgendwo so ein längliches Stück liegen. Ist, ja, das ist nur irgendwo untergegangen. Was haben wir denn? Ja. Aha. Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre passend für das dort oben. Warum sind die so dunkel und alle anderen nicht? Ja, das wird definitiv etwas dauern, bis wir das fertig haben. Gut, okay, ich glaube, ich beende jetzt hier erstmal den Part. Such dann selber jetzt erstmal ein paar Teile zusammen. Und dann, ja, geht's im nächsten Part damit weiter. Dann beende ich jetzt hier erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal.